Willkommen zurück zu einem Triple D zu Binding of Aslak. Auf Isaac. Auf Isaac Aslak. Was? Alright, Chapter 9, Fire and Romance. Kind of Romance. Also, wir haben einen neuen Charakter, nämlich den Samson, oder doch? Samson. Samson hat die Fähigkeit, dass er scheiße ist. Nein, er hat ein HP und hat ein Silberherz und die Fähigkeit Bloody Lust. Also blutige Lust. Das bedeutet, nachdem er ein Monster killt, steigt seine Angriffskraft. Pro Raum. Also nach dem Raum wird das direkt wieder resettet. Kommt es nicht auch so vor? Der sieht das aus wie Rambo, Alter. Ja, das ist Bloody Lust. Eben so, weil durch die ganzen... Nein, kein Tründe mehr. Ja, nee, durch die ganzen Hordenschnetzel. Nein, nicht Runde mehr. Schnitzel. Schnetzel. Schnetzeltest. Mit Runde mehr. Eine Kochshow. Komm zu, geschnetzelt ist mit Runde mehr. Hier ist die Gastgeberin mit Runde mehr. Ist das Runde mehr? Ach! Kannst du mal mein iPad nehmen? iPad von Apple und zwischendurch mal googeln, was es bringt. Willst du sein oder warum? Ja, warte, lass mich erstmal was machen. Ja, deswegen jetzt ein Pornos weggenommen. Richtig. Nein, ich muss kurz eine App deinstallieren. Achso, okay. Ich schon links. Eine App deinstallieren? The Binding of. Ja, genau. Weil auf Isaac gibt man Matchsticks ein. Matchsticks? Matchsticks. Also die Items oben links bringen was. Ich immer, man muss nur googeln was. Matchsticks kannst du hier oben ablesen. Das hat nicht fein. Bloody Lust. Oh ne. Okay, jetzt reicht es. So, der hat ja nur ein Herz, der Typ. Oh, was haben wir hier? Yes! Technology 2, Laser. Das lädt noch ein bisschen. Erhöht die Chance, Bomben zu erhalten. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja, erhöht die Chance, Bomben zu erhalten. Du musst den ersten Boss besiegen. Was hast du jetzt für ein Item gerade nochmal bekommen? Oh nein, die Headless Horseman. Laser. Aber das weiß ich ja, das macht der Laser. Es geht ja nur um die Items oben links, die werden nicht konkret angezeigt. Alter! Das ist schon eigentlich ein bisschen. Das weiß man doch schon, wenn er mit dem Laser schießt. Alter Feiter, versteig den krassen Boss hier, ey. Hau da raus, hau da raus. Hau da raus. Ah ne! Was, das Ding kann auch noch Scheiße spucken. Oh nee. Alter, mit einem HP, der Rambo-Typ ist absolut schwer. Ich habe auch lange nicht mehr gespielt. So. Ja, du bist dran. Ja, klar, bist du dran. Bin ich jetzt schon dran? Nein, ich wusste nicht, dass du überhaupt dran kommst. Ja. So, damit ich nicht ganz leise bin. So, ich hört man aber Sir. Ah, jetzt habe ich den normalen genommen, ist das schlimm? Ja, das ist schlimm, weil der Part eigentlich für Samson ist. Für Samson. Achso, zum Main Menü. Yes. Yes, da bin ich dran. Auch das Sixpack. Ein kleiner Junge. Bloody Lust. Ja. Boah, man sechs, man merkt schon, ich bin richtig cool. Greif mich an. Laserstrahlen habe ich letztens öfters bekommen. Das ist irgendwie nicht witzig, aber nee. Ja, soll man jetzt schon so zeigen. Was war das hier nochmal? Boss schon Raum? Ja, Bossraum. Aber erstmal den Goldraum finden. Der Goldraum hat immer oberste Priorität. Weil da hat er alles Ja, da war ich schon. So eine geile Gier an der Zelle. Ja, was? Jede Tasche hat einen goldenen, oder? Ja. Es kann nur ein Goldraum haben, wo Bosse drin sein, aber das ist sehr. Item Snatcher, eben alles in der Umgebung zieht dich an. Also auch Schlüssel, Münzen, die kommen alle auf dich zu. Ja.
es geht so, ne? Ist jetzt nicht so gut. Ja, die Sache ist, der Typ hat Grund-ATK sehr wenig. Das bedeutet, der muss sich erst aufpauschen, damit er das macht. Der hat am wenigsten Damage. Das bedeutet, jetzt beim Boss haben wir jetzt Probleme. Nämlich. Alles klar, Alter. Famine. Der ist relativ einfach. Ah, das sind ja die neuen Bosse, ne? Das, weil du ja die Mutti gekillt hast. Ja, nee, das ist relativ einfach. Die ganze von der Seite. Auf keinen Fall so, weil sonst kommt er immer angestellt. Zwischendurch die Fliegen zerstören. Ja, der schießt ja auch so. Ja, die Fliegen waren in den drin, deswegen hab ich die gerade nicht gesehen. Alter. Alter. Spawnt der direkt neue? Ja. Spawnt direkt neue. Ja. Oh mein Gott. Samson ist sogar der tolle Champ. Ist sogar toll. Da muss man üben, den Schuss. Ne, nicht schon den Schuss. Ich finde allgemein irgendwie scheiße. Das Spiel muss ich auch noch üben, ey. Dieses so Blattlast ist irgendwie doof, finde ich. Muss ich echt mal wieder reinkommen, ey. Ja. Nach der Mutter kommt ja noch eine andere Challenge. Also nachdem du den Satan noch gekillt hast. Du musst den Satan mit jedem Charakter töten. Und dachte das erste Herz sich verlieren. Was hat er denn bei seinem linken Auge? Hat er da nichts? Eine Bombe und was ist drin? Space to use. Ah, da kommt eine Pille. Bring die Heals ab. Ja, direkt ein Herzcontainer. Vielleicht finden wir den Geheimraum in der. Ich versuche erstmal den Geheimraum zu finden, weil der hat totale Priorität. Wenn wir jetzt Glück haben, können wir den finden. Nein, und hier? Nee. So wieder gegen den Boss kämpfen. Was ist es? Ja, okay. Warum kommt nur dasselbe? Weil erst die Etage. Oder weil immer weg war. Ah, jetzt muss ich einen Anfall hier. Holy. Die Sache ist, der Vorteil ist, der spawnt fliegen. Das bedeutet, die kann ich töten und kann meine Bloodlust hochmachen. Das ist praktisch. Praktisch, praktisch deine Mutter. Wie praktisch ist deine Mutter? Jetzt verliert er den Kopf. Jetzt verliert er den Körper. Ah, nee. Ja, und schießt jetzt die ganze Zeit Blut. Blutkügelchen. Ist eigentlich ein bisschen eklig, aber scheiß drauf, mal das langsam, ja? Ah, ne. Ja. Er ist tot. Cube of Meat. Normal, der fliegt um einen herum. Ja, Matthias, du bist dran, ne? Hä? Hey, hast du jede Etage auch noch, ne? Ja. Ich muss jetzt mal links rechts gucken, ne? Tschüss. Sind das diese Ex-Items? Ja. Okay, dann schon mal die ganze Seite jetzt. Ja, müssen wir auch. Guck mal, wie viele es gibt, Alter. Achso, das sind die richtigen Items. Wo sind die tut aus, man, die tut man nacheinander freischalten. Du musst ein paar freischalten, wenn du gewisse Sachen machst. Ja, der Typ hat Angriff am maximal. Ah ja, klar, wenn der wütend ist. Warte, schauen wir mal kurz weiter. Die sind echt alle Items, ey. Mal kurz weiter. Samsung. Yay. Yeah. Einfach bei den Charaktervorstellungen mache ich das alleine und bei den anderen sonst nicht. Wo ich nachher sowieso mit allen Charakteren alles machen muss. Oh, ein heiliges Herz. Halleluja. Ein Seelenherz. Was? Achso. Ne, Seelenherz sind die silbernen. Nach Komplettierung von 4 Räumen erzeugt ein Seelenherz. Ah, wo es geht. Ja, es ist einfach nur nicht gucken, einfach die man findet, nachgucken. Nein. Einfach, warum explodiert er einfach? Nee, dieses Feuer ist sowieso das Ätzendste in dem ganzen Spiel. Schießen wir nicht. Ja, das Feuer. Allgemein das. Alter, finden wir jetzt mal Schlüssel. Ey, das macht doch gar nichts. Nein, dieses Brennen. Ja, doch, die Schießen. Achso, okay. Ach, Junge, ey, wir müssen mal. Wie heißt es für die? Ja, das ist da. Es gibt ein paar Steine, die man auch kaputt machen kann. Das sind so silbere, glaube ich. So blau. Blau, grau. Das kennt man schon. Alter, jetzt noch ein HP verliere, habe ich mein goldenes heiliges Herz verloren. Das ist
ist scheiße. Sollte man am besten am Ende der Runde immer aufgeben. Achso, und ich kann eine Pille holen. Was ist das? Heals ab! Jawohl. Props, Junge, Props. Als ob man nur dasselbe kriegt. Das wäre geil. Das wäre sehr geil. Alle paar Türen, Herzcontainer. Rostiger Key, Rust Key. Nachgucken. Rusted Key. Hättest du auch schon auf der Homepage nachgucken können. Nee, das ist ein Bild. Aria. Ja, willst du jetzt gegen den zweiten Boss ankämpfen? Antreten. Ältere Version erhöht dieses Trinket die Chance, Schlüssel zu finden, selbst einen Bug in Version 1.48 hat dieses Trinket allerdings keinerlei Effekte mehr. Was ist das denn? Wahrscheinlich, weil die ganze Zeit rein und rausgegangen sind und damit Schlüssel gefarmt haben. Widow! Aber warum gibt es denn das noch, wenn es gar keine... Ja, das finde ich schwachsinnig. Das finde ich auch schwachsinnig. Widow ist einfach. Der Zeug nämlich Spindel. Genauso. Genau so macht man das. Genau so, Widow. Hilf mir noch weiter. Ich kann die ja berühren. Das ist echt Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Kommt natürlich rein. Nein. Ist eigentlich ein Cap deiner Wut? Ja. Bis der Angriff des Charakters auf volle Pulle ist. Ob da noch mehr geht, weiß ich nicht. Ob nicht. Aber müsste mehr gehen. Wer war ein Schwachsinn? Guck mal, wie Widow droppt. Oh, Alter. Ja, ja, klar, wenn man Rufus oben hat, dann hat man. So, klappte, Pfaffe. So, was kriegen wir von ihm? Ja. Maxim. Oh, ein Satanraum. Können wir Leben opfern? Satans Brauten. Was kriegen wir? Nicht der! Das ist einer der schwierigsten Bosse. Das ist doch gar keine Rufus mehr. Jawohl, doch, hast du doch. Ja, man verliert ein bisschen nur, man verliert nicht alles. Ich hab jetzt so, warum verlierst du immer? Also, ja. Was hab ich denn für ein Pech, Alter, dass ich auf dem Weg da stoße? Pech droppt er wirklich krass. Droppt der auch, du musst ihn aber erstmal besiegen. Das ist mit dem jetzigen Level nahezu unmöglich. Ach man, ich kann nicht unterscheiden, ob der ganz normal spuckt oder. Wie soll ich das machen, bitte? Macht er auch das so schnell kann ich gar nicht reagieren. Du hörst mal, raten, lädt er auf, ja. Guck mal, ich geh direkt runter. Den kann ich jetzt machen. So lächerlich, warum ich in der zweiten Etage auf den stoße. Voll lächerlich, ey, so unlucky. Der Weg ist abspawnen würde. Ja. Keine Chance. Nip. Was soll man gegen so einen Typen machen, Alter? Wie viel Pech habe ich? Ja, komm, jetzt komm direkt Spinnen im ersten Raum oder was? Natürlich, ey. Das war schön schlächerlich. Hallo. Hallo. Was ist das? Boah, Alter. Ja, ein Key. Oh nein. Ist jetzt Spinnen-Action oder was? Springen random, ne? Mm-mm. Wir spielen so. Er hat auch so halb random und halb auf sich zu. Nett. Quasi. Gegen die hast du keine Chance, Mann. Ja, keine Chance. Ja, guck mal, die springen an mir vorbei und treffen mich trotzdem. Boah. Ja, genau, das ist. Nein, sogar, ja. Nein, Boss. Nicht im Baum. Nicht im Baum. Nee, der hat nur ein Herz. Kann man Shenmue nur ein Herz geben, Alter? Nur weil der Angry Lust hat. Angry Lust. Oh, was krieg ich im Raum? Ich glaube. Space to use? Soll ich kurz erstmal gucken? Geht gar nicht. Kannst du gar nicht usen. Guck, wie heißt denn das? Weiß ich nicht. Kann ich nicht gucken. Alter, jetzt habe ich den Shop geöffnet. Super. Der Worldy Game.
Irgendein Zahn, ich weiß aber nicht was. Ich habe einfach Tooth eingegeben, Toothpick steht hier. Nee, das ist falsch. Ah, oh, die kennen wir ja. Ja. Nee. Ich weiß nicht, ich muss jetzt wieder den Boss kämpfen. Gut, oh. Jetzt hab's grad. LOL! Hast du grad nicht gesehen? Ich drück das, auf einmal springt so dieser. Immer bei Bossen geht's nur, oder was? Dieser Moose-Pick da, dieses eine Vieh, was uns mal was auch ein Boss ist, kam von oben und hat den nahezu One-Hit gemacht. Musst du nur einen Hit drauf machen. Krass, Mann. Was bringt denn der jetzt? Das ist ein Kleid? Nee, was ist das? Und Unterhose. Was bringt das? Speed. Okay. Und Speed beim Schießen, glaube ich. Speed. Okay, das ist jetzt ein bisschen krass, ne? Wenn er einfach mal den Boss one-hittet. Aber ich glaube, der geht allgemein auf die Gegner im Raum. Gut, das behalte ich erstmal, wenn ich jetzt nichts Krasses finde. Oh ne, jetzt verspritzende Spritzer. Random schießen. Monstro kommt von oben. Ja, Monstro. Monstro ist nicht, sondern ist zufällig auf einen ausgewählten Gegner. Sollten sich keine Gegner in diesem Raum befinden, so wird Monstro auf den Spieler fallen. Also pass auf, dieses Item kann nicht im Kampf gegen Monstro selbst benutzt werden, aber im Kampf gegen Monstro 2. Okay. Also, was du denkst, warum geht das denn nicht? An den Monstro kommt sowieso gar nicht mehr, glaube ich. Ne. Ich brauche einen Schlüssel für den Goldraum, das ist so wichtig. Und ich habe die voll für den scheiß Shop benutzt, den ich sowieso nicht reingegangen bin. Ein Schlüssel, hallo, irgendwo. Irgendwo. Ist ja gerade im Feuer kaputt gegangen. Ja! Danke Gott. Guck, wenn ich jetzt das jetzt aktiviere, passiert nichts. Hey, hätten wir mal bis Sonntag, wenn da gar keiner ist. Ja, ist doch egal. Haben sie wahrscheinlich die Kinder sich schon mal eingebaut, weil Leute dann sehr. Wenn man landet Monstro auf dich. Ja, das bringt nie. Bringt gar nichts. Doch, eigentlich schon. Die Reichweite um einen Punkt steht nur. Ja, ist das so. Du meinst, es gibt Speed und alles? Ja, dachte ich auch. So, was ist das hier? Ah, nee. Was macht das denn? Schaden an allen. Ah, nee, jetzt habe ich einen BH auf dem Kopf, genau. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Raum lang irgendwas Besonderes. Ja, da liegt der BH. Ja, Moms BH. Mal ein. Moms Bra heißt das. Bra? Bra. Ja, ich bin nun zu tun, den jetzt sowieso für den Boss. Den haben wir. Vermein. Hallo Monstro, komm runter. Guck mal, wie viel HP der gezogen hat. Monstro. Richtig geil. Verliert jetzt schon seinen Kopf. Ich muss Feuer fliegen sammeln. Ne, ich will ihn nicht töten. Angreifen. Nach diesem Bild, das erscheint, danach erscheint der BH auf dem Kopf des Spielers und alle Gegner innerhalb des Raumes werden für 5 Sekunden eingefroren. Ah, okay. Alter, wie krass ist denn das bitte? Ah, jetzt hast du ihn gar nicht mehr. Ich kann ihn gleich holen. Hab das gerade geschoben? Nee. Nein. Mach mal halb mal HP weg. Alter, der ist gerade kaputt gegangen. Nein, Monstrous Key würde ich ja sowieso behalten. Ist doch Schwachsinn, sonst als anderes Mann. Ach scheiße, Mann. Ja, genau. Mann, die Charakter, der nur ein HP hat, Alter. Hat man noch null Chancen. Okay, der hat einfach das Silber jetzt. Das darf man nicht verschwenden, aber das verschwende ich immer. Judgment. Alter, gib den Penny. Gib mir was. Arschloch. Deswegen. Klick ich aus dem Bildschirm, ne? Jetzt geht die Spinne so ab, ey. Wieso ich jetzt das? Boah. Hä, auf einmal kommt die andere auch raus? Warum kommt die andere auch raus? Mann, ich bin so ein Noob. Verstehe, du Noob. Spiel mit mir. Nö.
So, und Schüsse beneide ich mir für den nächsten Raum auf, für den nächsten Raum. Ja, Yummy Herd. Bringt mir nur nichts, weil ich ein HP hab. Mir also ein HP zu regenerieren, bringt nichts, weil ich dann sowieso tot bin. Die eine hatte das, glaube ich, immer in der Mitte. Die eine mit den Haaren, mit dem Mädchen. Nee, die hat... Ah, doch. So, fette Pfeffer. Aber man muss mit allen einmal schaffen, um das Spiel zu 100% durchzuhaben. Alter! Wo bin ich jetzt? Nee. Nur toll, ey. Boah, Schlüssel. Ich glaube, in so einem Stein, in irgendeiner Art von Stein... Scheiße, in irgendeiner Art von Stein sind Items drin. Ich bin mir aber nicht, ich weiß nicht welchen. Ich will erstmal den Schlüssel rum. Nee. Hab ich doch schon. Hä? So, nee, ich gehe hier in den Shop. Den Schlüssel benutze ich für den nächsten. Nächste Ebene. Ich hab kein Geld. Ich habe kein Geld, Mann. Wie gesagt, noch bin ich kein YouTube-Partner. Wie gesagt, hast du in der letzten Aufnahme gesagt, oder? Ja, keine Ahnung, hab ich irgendwann gesagt. Och, na, was will ich denn gegen den Wichser jetzt wieder? Ist locker easy, aber trotzdem. Vor allem, weil er die Ads spawnt. Deswegen stehe ich jetzt mal hier. Und der die Ads spawnt, ich ficken kann. Und dann Lust krieg. Ficken. Es reicht doch, wenn der die zerstört. Genau, dann gehe ich jetzt so. Ja, und zerstört sein eigenes Vieh. So besiegt man eigentlich den Boss. Komm schon. Hey, Arschloch. Komm noch keine Ads. Stimmt, wir werden auch von unten nach oben kommen. Soll man den überhaupt attackieren? Okay, jetzt will ich in deinen Kopf. Ach, die ganze Zeit. Cube of Meat, das kommt bei den Reitern immer. Los geht's. Weiß ja schon mal. Ja, läuft was? Hey, das wollte ich gar nicht. Oh. Curse up. Was bringt das? Horse of Babylon. Heroes of Babylon. Ist das, glaub. Ja, Heroes of Babylon. Wenn du low HP bist, glaube ich. Ne, ruhig jetzt mal ein. Warte, was habe ich denn gerade aufgehoben? Ja, auf Babylon, glaube ich. Da guck, ist es weg. Wenn ich low HP hab, kennst du doch von der Eve. Wenn ich low HP hab, raste ich aus und gib meine Tage. Werd größer, mach mehr Schaden, dann höre ich eigentlich noch. Hore of Babylon. Ja. Hure von Babylon. Ja, ich weiß. Ich hab das. Alter, echt? Das ist Hure of Babylon. Ich hab immer Mordato das immer gesagt, aber ich dachte, hä? Ja, das steht doch irgendwie irgendwas in der Bibel über die Hure von Babylon. Ah ja. Ach, die Wanderhure. Die Wanderhure, jetzt war Pro7 oder wie auch immer, wo die war, ey. War ja ständig am Wandern, deswegen wusste man nicht, wo die ist. Aha. Ja, kriegst halt Attack Damage dazu, Speed dazu. Ja, ja, klar kriegt man alles. Oh, ein Kochlöffel. Was bringt der noch? Wurden Speed up, genau. Oh nein, Monstro. Ja. Ich hab keinen Nullschaden. Wir sind keine Monster. Boah, ist das scheiße, das wird jetzt Jahre dauern. Ah, nee, ich weiß nicht. 17. Hey, dass der nochmal auftaucht. Ja, ich bin nur Ebene 2 jetzt. Aber ich dachte, der kommt überhaupt nicht mehr, weil der auch schon vorne ist. Nee, doch, klar, der kommt. Der kann als Boss nicht mehr kommen, ja, so. Aber das ist ja ein extra Raum. Ja. Der kommt Endboss als. Ja, später kommt. In Marms Körper kommt jeden Raum ein Boss. Ein früher Boss. Jeden Raum einfach. Hallo. Ich hasse das, wenn der Boss nicht stirbt. Ja, chemisch noch. Danke. Ach, die kommen auch noch.
Alles nur wie so ein Speed-Up-Ding, Alter. Das bringt doch nichts. Außer Speed-Up. Glück laufen die random. Zum Glück weiß ich nicht, ob man vom Glück reden kann. Noch ein Treffer und ich krieg Kuchen vom Babylon, aber. Hallo, hallo, hallo. So. Nur ein Treffer, du brauchst ein halbes Herz, damit die Hure von Babylon aktiviert wird. Jetzt werde ich ja dann so aggressiv und mach mir Schaden. Jetzt also noch ein Boss kommt. Das wird aber nicht, das wäre viel zu übertrieben für das eine Item. Ja, kann ich aufnehmen. Ich habe ja nur ein Herz. Das ist eine Scheiße. Gut. Ich brauche mal was. Komm, gib. Ich hab, kann ich mal Glück haben. Und ich muss einen extra Raum mit Schlüssel, ey. Ich bin tot. Hey, Dunge. Ja, irgendwas. Die Frage ist nur, was bitte was Gutes? Alter. Eine Bombe, Alter. Was ist nicht damit? Ich kann gucken, ob ich das im Shop krieg. Die Bibel, ja, Jesus, ja, ja, ja. Sonst krieg ich nichts. Muss ich gucken. Gegen wen? Monstro. Hey, ist das jetzt voll einfach, den hast du gerade erst gehabt. Ja, ich weiß. Ich guck mal. Kommt doch noch als Boss, ja. Oder ist der jetzt schnell? The Trouble. Oh, schon, Alter. Alter, du von Babylon macht so viel Schaden. Guck mal, wie viel Schaden die macht und ich bin bei. Hab meinen Hass nicht oben. Ja, Attack volle Kanne ist schon. Hass ist so ausschließlich, bis volle Kanne geht das. Schaden. Nee. Ja, nee, Schaden ist nicht voll. Ah, doch. Kannst du dich jetzt eigentlich währenddessen hochheim mit Space? Ja, das reicht für den Raum. Denn es gibt einen Trick bei der Hure von Babylon. Du nimmst dieses Katzen-Item, die Katzenpfote, und gibst dir Silberherzen. Die Sache ist, wenn du alle Silberherzen hast, hast du immer noch ein Grundding, eine halbe HP. Bedeutet, du hast permanent die Hure von Babylon aktiv. Alter. Die Hure fasst das gern. Maximal HP. Gut. Danke, das habe ich gebraucht. Das habe ich gebraucht, Mann. Los, weiter geht's. Hallo? Die Hure von Babylon übelst geil. In Kombination mit dem Sound dann. Jetzt kommt aber so. Richtig geil. Aber nee! Sorry. Schieß nie da, wo du gerade bist, ne? Oder? Weiß ich nicht. Schieß immer um den Schaum. Ja, ja. Guck mal, ich schieß um den Schaum. Die spekulieren darauf, dass du mich bewegst. Dominik? Alter, wie hart hatte das Ding gerade? Alter, ey. Ich bin ein Tumor. Jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr, weil ich den scheiß Raum aufgeschlossen habe. Deswegen immer einen Schlüssel zurückhalten, Mann. Verdammt nochmal. Oh nein, oh, die kotzen. Scheiße. Ja, wo soll ich hin? Hallo, wo soll ich hin? Danke. Du dich selber auch nicht Schaden zu, ey. Ja, genau. Mach einen Schaden. Kannst du nichts machen. Ah, ne, oh, das war's mal. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Gott, das war ein bisschen Fail, aber wisst ihr Bescheid. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Jubilee.